Ich freue mich sehr, heute Magistra Alexandra Panik zu begrüßen in unseren Expertinnengesprächen vom Kulturraum 10 in Kooperation mit MUSMIG, dem Museum für Migration. Frau Magistra Alexandra Panik ist im Verein Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten zuständig für die Anerkennungsberatung und macht diese Tätigkeit seit vielen Jahren. Sie ist Bildungswissenschaftlerin und hat sich im Rahmen des Museums der Migration sehr ausführlich mit anderen Migrationsmuseen europaweit beschäftigt und wird uns nun eine Präsentation zeigen zu verschiedenen Migrationsmuseen in Europa. Ich würde mich freuen, wenn du die Präsentation starten würdest. Geht das jetzt? Funktioniert, ja. Okay. Dann beginne ich mal. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe 2017 zufällig angefangen, die Migrationsmuseen in Europa zu besuchen. Auf einer Reise bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass es solche Museen gibt. Und so habe ich daraus ein Forschungsprojekt entwickelt und möchte heute gerne ein paar von den Museen kurz vorstellen. Das erste Museum war in Dublin, also EPIC, the Irish Immigration Museum. Die Museen sind sehr, sehr unterschiedlich. Auch wie sie zustande gekommen sind, ist vom Land zu Land sehr divers. Das Museum in Dublin wurde 2016 eröffnet aus privaten Initiative. Die Geschichte ist folgende: der weltweite Chef von Coca-Cola hat in mehreren Ländern gearbeitet, auf mehreren Kontinenten gelebt. Und als er dann nach Dublin zurückgegangen ist, hat er sich gedacht, dass er ein Migrationsmuseum eröffnet. Nun ist das Museum aber, das Museum betrifft nur das irische Ich oder wir, das auswandert. Und in dem Museum geht es um Celebrating of the Nation. Also da wird die Zugehörigkeit, die irische Zugehörigkeit betont und die Erinnerungskultur gefördert. Man gewinnt den Eindruck, dass es um die Würdigung des weltweiten Beitrages der irischen Migrantinnen geht. Und so erfahren wir gleich bevor wir das Museum überhaupt betreten, dass es weltweit irischstämmige Menschen gibt, zum Beispiel Rihanna oder Kennedy. Das Museum hat einen Eingangsbereich, wo es typischerweise Reisekoffer ausgestellt werden oder die Figuren, die an die auswandernde Personen erinnern, ausgestellt sind. Und natürlich so einen Departure-Raum, in das Thema eingeführt wird. In den folgenden Räumen werden die Gründe der Auswanderung dargelegt. Es wird immer Bezug auf das Meer und Schiffe genommen. Dazu gehört auch so eine Skulptur, wo alle möglichen Modelle eines Schiffs dargestellt werden. Das Museum verfügt im Eingangsbereich noch über einen Raum, wo die Auswanderung, die Bürokratie der Auswanderung bzw. Einwanderung dargestellt wird. Es ist wie ein Warteraum bzw. Schalter. So sieht es dann aus. Da werden die typischen Fragen auch vorgestellt, die ein Migrant zu beantworten bekommt. In weiterer Folge des Museums, in weiteren, glaube ich, 18 Räumen, geht es aber nur noch darum, welchen Beitrag die Iren und Irinnen in der Welt geleistet haben. Das heißt, Entwicklungshilfe, soziale Arbeit, wieso sie ausgewandert sind und welche Erfolge sie erzielt haben in der Welt, sei es Ackerbau in Brasilien,
Gold Rush in Amerika. In weiterer Folge geht es aber gegliedert nach Bereichen, wie zum Beispiel Arbeit, Krieg. Es geht ausschließlich um den irischen Beitrag in der Welt. Und so erfahren wir, dass die irischen Soldaten in allen Kriegen gekämpft haben, die irischen Krankenschwestern, wie sie in Amerika gearbeitet haben und welchen Beitrag die Iren und Irinnen im Bereich zum Beispiel Menschenrechte, was sie beigetragen haben. So erfahren wir zum Beispiel auch, dass Che Guevara gegebenenfalls irischer Abstammung ist. Der irische Beitrag, was Wissenschaft und Forschung betrifft, die außergewöhnlichen Iren und Irinnen werden auch erwähnt. Man erfährt im Museum auch sehr viel über die irische Kultur, über den Tanz, das Essen, die Popkultur, kreative Entwicklungen und Kunst. Und natürlich die irische Literatur. Es wird zum Beispiel ein ganzer Raum ist gewidmet den irischen Namen. Das ist auch sehr interessant, finde ich. Und so, ich habe mir kurz aufgeschrieben, was lernen wir daraus? Was lernen wir über dieses Migrationsmuseum? Es ist so, dass die Auseinandersetzung mit der Migration kritisch zu erfolgen hat. Ich bin dagegen, nachdem ich mir das angeschaut habe, bin ich dagegen, dass ein Kult der Migrantinnen zustande kommt oder ein Kult der Zugehörigkeit. In jedem Migrationsmuseum fast ist das Thema der Würdigung der Migrantinnen und ihren Beitrages. Jedenfalls ist es im Dubliner Museum maßlos übertrieben. Es ist sogar als eine Falle der Loyalität und Rechtfertigung zu bezeichnen. Das Museum setzt auf Entertainment und weniger auf Faktenlieferung. Es ist auch kein Infotainment, würde ich sagen. Es wird sehr auf Gefühle gesetzt, die werden angesprochen, somit ist es als Modo Nostalgico zu bezeichnen. Es findet sich sehr wenig Text, sehr wenige Grafiken oder es wird mit Bildern gearbeitet. Die Ausstellung ist wenig analytisch angedacht, es ist auch aber für alle gedacht, also auch Kinder sollen die Ausstellung genießen. Meiner Meinung nach kam es dort zu einer Disneyfication und es geht sicher um Visitability. Das Museum gehört auch dem Heritage Boom. Die Auswanderung bzw. Einwanderung in ein anderes Land wird zwar thematisiert als ein bürokratisches Moment, die weiteren Räume aber betreffen ausschließlich den Beitrag der Iren und Irinnen in der Welt. Sei es im Bereich Sport, Politik, Menschenrechte, wie gesagt. Migration ist somit auch kein Ereignis, also höchstens ein Ereignis, aber nicht ein Prozess. Es wird kaum über die Integration der Iren und Irinnen gesprochen, weil es wird angenommen, dass diese automatisch abläuft. Das Irischsein wird aber sehr hervorgehoben und gehört auch, also die Auswanderung gehört auch zu Irischsein, so gesehen. Der Grenzübergang ist Synonym für die Migration. Trotzdem finden sich aber im Museum einige kritische Hinweise auf die Gründe der Auswanderung. Die zum Beispiel die gesetzlichen Auflagen in Irland, was Ehe und Homosexualität betrifft, zwangen die Menschen auszuwandern. Da die Zwangsauswanderung nach Australien wird zum Beispiel angesprochen. Ja.
Ein weiteres Museum, das ich besucht habe, war das Pariser Museum. Und da, wie der Name schon sagte, geht es um die Geschichte der Einwanderung nach Frankreich. Das Museum ist das einzige in Europa, was sich der Einwanderung widmet und wurde 2017 nach fast 20 Jahren Vorbereitung und einer hochpolitisch geladenen Diskussion darüber eröffnet. In dem Museum geht es um die Einwanderung nach Frankreich seit dem frühen 19. Jahrhundert. Das Museum ist in einem Gebäude verortet, das höchst umstritten ist, also gerade für ein Migrationsmuseum. Nämlich 1931 wurde das Haus zu Zwecke der Kolonialausstellung eröffnet, erbaut und eröffnet. Was ich aber sehr gut fand, ist in dem Museum die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Einwanderung. Das wäre jetzt die Fassade des Museums. Es wird Bezug genommen auf jede französische Kolonie. Im Eingang des Museums finden sich in Gablotten Hinweise auf die einzelnen Gruppen der Migrantinnen. Die werden aber mit einzelnen Objekten symbolisch präsentiert. Wie gesagt, Kunstobjekte, obwohl es ein Museum der Geschichte der Migration ist, finden Kunstobjekte nehmen einen großen, ja, also Teil von der Gesamtausstellung. Nun ist es aber so, dass zum Beispiel die Fotos, die da ausgehängt werden an den Wänden, die sind gar nicht beschriftet. Und man weiß ja gar nicht den Kontext, also was die Fotos jetzt darstellen. Genauso nicht wie die Artefakte, die da auch in einem Teil, einem großen Teil der Ausstellung aufgehängt sind. Ja, es ist nicht kontextualisiert, was ein bisschen nervt. Also es geht weiter mit den Fotos, die ohne betitelt zu werden, einfach so gezeigt werden. Hier weitere Beispiele. Zu der Geschichte der Einwanderung finden sich in sehr kleinen Schrift einige Texte, die sind aber nur auf Französisch. Ja, noch weitere Beispiele zu den Ausstellungsobjekten. Ich kann aber leider gar nicht sagen, was sie zu bedeuten haben. Zusammenfassend, es ist sehr wichtig, wo das die Ausstellung stattfindet, wo das Museum ist. Das Haus in Paris hat seine Geschichte. Der Kolonialismus wird aber in der Ausstellung gar nicht thematisiert. An dem Beispiel des Museums sieht man, wie wichtig ist, die Migration auch in Worten der Kunst darzustellen. Man merkt aber gleich, dass Migrationsmuseum kein Ethnologiemuseum ist. Man merkt, dass die Objekte ohne Kontext nutzlos sind. Es werden Fotos ohne Namen, ohne Beschriftung. Migrantinnen kommen nicht zum Wort somit. Das Motiv der Loyalität ist sehr präsent. Man spürt, dass die Migrantinnen nicht mal nach Frankreich als ein Land ankommen, sondern sie wandern in die Nation ein. Es werden in der Ausstellung keine kontroversen Themen vorgestellt oder diskutiert. Es geht ausdrücklich um die Einwanderung im französischen Kontext, also nach Frankreich. Es wird keine Globalisierung der Migration präsentiert. Die Migranten werden nach dem Zweck der Einwanderung dargestellt, und zwar Arbeit. Es wird zwar über Arbeitsethik der Migrantinnen, über die fleißigen Migrantinnen, über ihre gewerkschaftliche Beteiligung
die Themen werden erwähnt, natürlich der wirtschaftliche Beitrag auch, aber dadurch gewinnt man nicht den Eindruck, dass die Migrantinnen allen Gesellschaftsklassen sozusagen gehören und besonders nicht der Upper Class. Es ist eindeutig eine Ausstellung über sie und nicht über uns. Das dritte Museum, das ich kurz erwähnen möchte, ist das Museum in Barcelona. Es wurde 2004 eröffnet und thematisiert die Einwanderung nach Katalonien aus diversen Teilen Spaniens seit dem 19. Jahrhundert. Es ist zwar ein Einwanderungsmuseum, aber nur im lokalen Kontext. Gegebenenfalls finden sich in der Ausstellung viele künstlerische Objekte und Beiträge, insbesondere zu der gegenwärtigen Einwanderung. Und so findet man das Museum im Freien. Das Museum wird auch von der Stadt Barcelona gefördert. Das Museum besteht eigentlich aus drei Teilen. Es gibt den Zugwaggon. Das ist auch ein historisches Stück, das tatsächlich zwischen Süden und Norden gefahren ist. Da wird kurz an einer Ecke ein Bahnhof inszeniert. Ein weiteres Teil der Ausstellung ist ein Haus mit Arkaden. Rund um das Haus in den Arkaden wird vorgestellt, dass es die Migration immer schon gegeben hat, sogar im Neolithikum. Also es ist ein Teil des menschlichen Lebens, seitdem es den Menschen gibt. Und der dritte Teil der Ausstellung besteht gegebenenfalls im Freien aus künstlerischen Beiträgen, zum Beispiel zum Thema Grenze. Also welche Funktionen die Grenze hat, das fand ich sehr interessant, weil da geht es darum, um die 31 Schritte bzw. Hüpfe, die man zu tun hat. Nummer 31 ist dann Staatsbürgerschaft. Also das sollte darstellen, wie schwer ist es zu der Staatsbürgerschaft zu kommen als Migrant. Ja, künstlerische Objekte weiterhin. Die Artefakte der Migrantinnen werden so gesondert dargestellt. Das fand ich irgendwie ansprechend. Und in dem Zugwaggon, die einzelnen Abteile, in jedem Abteil findet sich auch was zum Thema Einwanderung nach Barcelona, wie es damals ausgeschaut hat, inklusive Zuggeräusche, Musik, Gesang. Das Museum verfügt über einen Raum, wo Filme da vorgestellt, also Dokumentarfilme über die Einwanderung nach Barcelona abgespielt werden. Und so sieht es dann aus. Was lernen wir in dem Barcelona Migrationsmuseum? Es wird durch Stadt Barcelona betrieben und gefördert. Schon wieder zeigt sich, wie wichtig die künstlerischen Objekte in der Ausstellung sind. Die Hauptattraktion ist der Zugwaggon, bekannt als El Sevillano. Es ist ein historisches Objekt, wie erwähnt. Die Auseinandersetzung zum Thema Grenze und Einwanderungsregime ist äußerst kritisch, was mir sehr gut gefallen hat. Es gibt aber auch Bezüge auf die heutige Einwanderung nach Spanien, damals, also sozusagen damals wie heute. Es werden Parallelen hergestellt. Wir kommen jetzt nach Brüssel. Das ist kein Migrationsmuseum, aber ein Stadtmuseum, welches die Migration beinhaltet. Es wurde 2005 eröffnet. An sich heißt das Museum, also Museum über Belgien und seine Geschichte und Zentrum der Demokratie. In jedem Teil der Dauerausstellung findet sich aber auch die Einwanderung. Im belgischen Kontext natürlich.
Und so kann man sich zum Thema Wahlrecht in Belgien informieren. Es gibt Hinweise auf die Kolonialgeschichte Belgiens. Nicht, dass das Thema jetzt ausarbeitet wäre, aber zumindest Hinweise. Es werden prominente Flüchtlinge vorgestellt, zum Beispiel Karl Marx. Es wird in einer inszenierten Schulklasse der Pluralismus der Religionen gezeigt. Ein Raum ist ausschließlich der Einwanderung in den 60er Jahren gewidmet, also der türkischen und ex-jugoslawischen Einwanderung. Es gibt auch Hinweise auf die belgische Auswanderung nach Nordamerika. Und was lernen wir daraus? Das Museum wird durch eine königliche Stiftung geleitet und ist wenige hundert Meter vom königlichen Palast verortet. Ja, das sagt schon was. Migration ist ein natürlicher Bestandteil eines Stadtmuseums. Deswegen würde ich die Ausstellung als eine über uns bezeichnen. Migration ist verwandt mit dem Thema Demokratie und ist auch ein von den sieben Hauptthemen in der Ausstellung. Es gibt diskrete Hinweise auf die Kolonialgeschichte Belgiens, aber keine Auseinandersetzung damit. Wir kommen nach Hamburg, wo es das Auswanderermuseum Ballinstadt gibt. Es wurde 2007 eröffnet und es ist durch die Verortung ist Schwerpunkt des Museums die Auswanderung nach Nordamerika Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber auch globale Migration wird tiefergehend analysiert. Und so informieren wir uns in der Ausstellung ausführlich über verschiedene Migrationsströme weltweit. Es ist wirklich sehr genau beschrieben, auch historische Bezüge natürlich. Es ist sehr viel Text auch. Über den Albert Ballin ist auch ein Teil der Ausstellung ist ihm gewidmet, weil er also eine von den ersten Reedereien innehatte, die Migranten zur Übersetzung nach Amerika nutzten. Es wird auch sehr viel über die Formen der Migration gesprochen oder überhaupt über diverse Themen, die Migration betreffen. Also wie gesagt, die globalen Migrationsbewegungen werden erwähnt und zwar in jeder Richtung. Auch so Themen wie die Einwanderung in die DDR zum Beispiel. Also ich finde, das ist ein sehr unterbeleuchtetes Thema. Wie gesagt, sehr viel Text. Auch natürlich die Einwanderung in die USA wird genau beleuchtet, inklusive wie die USA die Menschen aufnahmen. Was mir sehr gut gefallen hat, war sehr ausführlich dargestellt, wie die Einwanderungsregime in der Schweiz, in Deutschland und auch in Österreich aussehen. Über die Einbürgerung auch in den USA wird sehr viel geschrieben, nicht gesprochen. Also so kann man vergleichen, wie es in jedem Land ausschaut. Das Museum ist in Kontext und in Modo Analytico. Es gibt sehr viele längere Texte. Es ist für jemand, der gerne liest, sehr zu empfehlen.
Diverse Einwanderungsregime werden kritisch präsentiert. Das wurde sehr gut gemacht. Und eben ein Thema ist natürlich die Auswanderung damals Ende 19., Anfang 20. Jahrhunderts. Aber ein Großteil des Museums, ich war überrascht, widmet sich der globalen Migrationsströme und auch der demografischen Kontexte. Wir bleiben im Norden und kommen nach Antwerpen, wo es das Red Star Line Museum gibt, welches 2013 eröffnet wurde. Es ist genauso wie das Museum in Hamburg an einer Stelle, wo es früher die Lagerhallen der belgischen Reederei Red Star Line gegeben hat. Es wird genauso auch die Auswanderung nach Nordamerika von Antwerpen ausgehend thematisiert, aber auch das heutige Leben im multiethnischen Antwerpen. Und so erfahren wir ziemlich viel über die globale Migration, die es schon immer gegeben hat. Wie sie verlaufen ist, in welche Richtungen. Das ist der Eingangsbereich, also da kann man oben sehen. Also der Warte, also die Wartehalle, also das Museum befindet sich auch in einer Halle, die früher eine Warte- und Aufenthaltsraum war für diejenigen, die auswandern wollten. Da wurden sie der ärztlichen Untersuchungen unterzogen. So, das sieht man hier zum Beispiel. Ein Teil von einem Schiff ist natürlich nachgebaut, das gehört dazu, habe ich mittlerweile gelernt. Also wie es damals ausgeschaut hat. Und dann gibt es einen Raum, wo die Nachkommen der Einwanderer nach Nordamerika, wo sie zum Wort kommen. Man kann auch einzelne Schicksale verfolgen, was mit den Menschen, die eingewandert sind, passiert ist. Man kann sich über die Einwanderungsstätte informieren. Und so lässt sich zusammenfassen, dass das Museum auf Initiative der Stadtverwaltung eröffnet worden ist. Es geht hauptsächlich um die Auswanderung, wie es damals ausgeschaut hat, auszuwandern, aber auch um die gegenwärtige Einwanderung nach Antwerpen. Es geht um die Bürokratie der Auswanderung, welches zum Thema kritisch dargestellt wird. Natürlich auch die globalen Wanderungen, aber Antwerpen ist dabei eine Zwischenstation. Es wird kein Bezug auf Kolonialismus, Diskriminierung und Rassismus genommen. Wir bleiben weiterhin im Norden und begeben uns nach Gdynia, wo es ein Emigrationsmuseum gibt seit 2015. Gegebenenfalls in einem Seebahnhof, von wo früher Schiffe nach Nordamerika ableckten. Es geht um die polnische Auswanderung in den letzten 200 Jahren. Das ist der Schwerpunkt. Dieses Museum geht in eine ganz andere Richtung, und zwar eine praktische zum Beispiel. Also es wird sehr viel Raum dem Thema gewidmet, was man alles mitnimmt als Migrant, wie es damals ausgeschaut hat, auszuwandern, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Dass die Migration in mehreren Etappen abläuft, wird an vielen Orten im Museum erwähnt. Die polnische Auswanderung inklusive Flucht aus dem kommunistischen Polen, das ist ein großes Thema in der Ausstellung. Was lernen wir? Das Museum wurde auch auf Initiative der Stadtregierung eröffnet. Es gibt dort keine längeren Texte, es ist alles eher kurz formuliert. Es gibt aber viele Diagramme.
Die Auswanderung wird im Kontext gesetzt. Also die Gründe der Auswanderung werden genau dargelegt. Die Reise wird inszeniert, ein Teil des Museums, da befindet man sich einfach im Schiff, im Inneren eines Schiffes. Dass die Migration in mehreren Etappen abläuft, wird mehrfach betont. Die Ausstellung ist sehr umfassend, ist sehr groß auch. Flucht aus dem kommunistischen Polen, dem wird ein Großteil der Ausstellung gewidmet. Eben die Gründe der Auswanderung. Wie und warum sind die Polen und Polinnen ausgewandert, statt im Vergleich zu Dublin, wir in der Welt, was wir alles in der Welt bewirkt haben. Natürlich, wie in vielen Museen, wird Ellis Island, also die Einwanderung nach Ellis Island, inszeniert. Weiterhin im Norden befindet sich in Bremerhaven das Deutsche Auswanderungshaus. Es wurde 2005 eröffnet und wird nächstes Jahr erweitert. Es geht wieder um die Auswanderung Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Es geht um die globale Migration und eben auch die Einwanderung nach Deutschland. Soviel ich gehört habe, wird der Teil Einwanderung nach Deutschland nächstes Jahr erweitert. Und so sieht es dann aus. Also schon wieder die Einwanderung nach Ellis Island wird da geradezu übertrieben inszeniert, meiner Meinung nach. Inklusive Musik und diverse Geräusche. Durch dieses Korridor gelingt man dann als Museumsbesucher nach Ellis Island zum Beispiel. Man kann auch einen Test machen, ob man nach Amerika, in die USA einwandern dürfte. Die einzelnen Schicksale, genau, das ist der Text hier. Also ich habe es geschafft. Ich darf in die USA einreisen. Es werden die einzelnen Schicksale der Einwanderer präsentiert. Und natürlich sollte man mit einem Zug nach New York kommen, wird da auch so eine Empfangshalle inszeniert, inklusive Musik. Es gibt aber auch im Museum sehr viel über die deutsche Einwanderung nach Amerika sowieso, aber auch eben das Museum besteht aus zwei Häusern. Das zweite Haus ist dann beschäftigt sich mit dem Thema Einwanderung nach Deutschland. Und da werden schon wieder die einzelnen Migranten konkret, also ihre Schicksale und Lebensläufe werden da vorgestellt. Man kann sich auch in die 60er, 70er Jahre hineinversetzen. Das Museum hat ein eigenes Kinosaal, wo Dokumentarfilme abgespielt werden. Und ganz am Ende findet sich, das wurde sehr gut gemacht, finde ich, also inszeniert natürlich, wie ein Einwanderungsamt auszusehen hat. Also sehr realistisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Das Museum ist eine gemeinnützige GmbH und genießt eine EU-Förderung aus dem EFRE-Topf, das heißt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Es hat zwei Häuser und somit wird die Ein- und Auswanderung thematisiert. Eben wie gesagt, 2021 sollte eine Erweiterung des zweiten Hauses stattfinden, welches sich mit der Einwanderung nach Deutschland beschäftigt. Die Migration wird auch in einem globalen Kontext dargestellt. Es wird sehr ausführlich zum Thema berichtet. Das heißt, dass die Ausstellung ist sehr im Modo Analytico und sehr im Kontext. Eben die Inszenierung der Einwanderungsregime und Bürokratie, die ist sehr gut gelungen, finde ich. Es kommen die einzelnen Migrantinnen zum Wort und die Zeiten des Nationalsozialismus
werden an vielen Orten in dem Museum thematisiert. Okay, dann komme ich zu einem ganz kurz zu einem letzten, nicht Museum, sondern Ausstellung, welche am Innsbrucker Hauptbahnhof stattgefunden hat. 2019, gedacht für ein paar Monate, wurde aber mehrmals verlängert. Selbst das zeigt, wie wichtig eine solche Ausstellung bzw. ein Museum in Österreich ist. Es wurde in einem längeren Durchgangs- bzw. Aufenthaltsbereich des Bahnhofes in Innsbruck ausgestellt. Und es ging um regionale Migration im Kontext Tirol. Und so hat es dann ausgeschaut. Es war einfach ein längerer Korridor, in dem es einzelne Inseln gegeben hat zu diversen Themen. Alles im Kontext natürlich Einwanderung nach Tirol. Das Gute bei der Ausstellung war, dass die Stimmen, Artefakte und Zeichnungen von Migrantinnen präsentiert worden sind, dass die Bürokratie der Einwanderung thematisiert wurde. Dadurch kam es zu einer Ehrung der Migrantinnen und ihren Beitrages. Es wurden einige Einzelgeschichten präsentiert. Was mir sehr gut gefallen hat, dass die Migration im Kontext der Gesellschaft und der Arbeitsmarktpolitik präsentiert worden ist. Genau. Hi. Ich muss sagen, ich bin überwältigt. Ich kenne ja deine Recherchetätigkeit schon ein bisschen, aber schon Wahnsinn, also wie dicht du das gemacht hast. Und ich freue mich auf das Buch zur Ausstellung. Ja, also das war, ich finde, ja. In meinem, also was ihr jetzt plant, ist das Buch zum Thema Objekt. Da hätte ich, ich bin jetzt drauf gekommen, dass ich sehr viel selbst zu diesem Thema zu sagen habe, weil was ist das Objekt jedes Museums? In jedem Museum ist es anders. Manche sagen, die stellen jetzt zum Thema Geschichte der Migration aus, stimmt aber gar nicht. Das lässt sich super kritisieren und so. Also wirklich. Ja. Also ich fände es auch total spannend, muss ich ehrlich sagen, wenn du tatsächlich auch, also wenn tatsächlich am Ende ein Buch stehen würde über die Migrationsmuseen, wo du tatsächlich die einzelnen Migrationsmuseen beschreibst. Du hast ja irre viel Arbeit reingesteckt. Das ja. sieht man und das hört man auch. Und es wird wohl auch ein PDF dann zu deinem Vortrag geben. Das wird dann auch auf der Webseite online stehen. Und ich fand es auch sehr interessant, wie differenziert, wie verschieden diese Museen sind. Das heißt, es gibt eigentlich kein einheitliches Konzept davon, was ein Migrationsmuseum sein sollte oder was ein Migrationsmuseum können sollte. Mhm. Jetzt, ich habe schon herausgehört, was dein Favorite Museum war. Aber wenn du eines machen könntest, wie würdest du oder was würdest du anders machen, wie würdest du es machen? Also du hättest alles Geld der Welt und könntest ein Museum machen. Mhm. Auf jeden Fall, also ich finde, es ist wichtig, ein Einwanderungsmuseum, im österreichischen Kontext, ein Einwanderungsmuseum als Titel. Ich würde globale Migration in Szene setzen, weil was sich bei uns abspielt, in Österreich abspielt, ist nur ein Teil, ein kleines Teil des gesamten Migrationsgeschehens auf der ganzen Welt. Ich würde sehr gerne Kunst einbauen, weil nicht nur Text und Infos, das sind natürlich auch wichtig. Also ich stehe drauf, weil ich finde, ein Museum hat einen Informationscharakter zu haben, aber Kunst auf jeden Fall, weil durch Kunst kann man auch sehr viel sagen. Mhm. Ja, also global informieren und Kunst und Einwanderung als Schwerpunkt. Mhm. Und hast du jetzt einen Favorite Ort gehabt in den Migrationsmuseen, die du gesehen hast? Also eines, wo du gesagt hast, das ist genau das Objekt, so würde ich es mir vorstellen. Nein. Das weiß ich noch nicht. Ja. Obwohl ich jetzt ziemlich viele gesehen habe, bin ich immer noch sehr, sehr kritisch und ich erwarte, also je mehr ich sehe, desto mehr erwarte ich mir. Weißt du, die Erwartungen wachsen eher. Nein, ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Und was ich auch interessant fand, du hast erzählt, die Kolonialgeschichte kommt eigentlich relativ kurz in diesen Museen. Absolut kurz. Mhm.
Ist doch eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, dass diese dunklen Flecken da vor allem ja, in Belgien so Absolut. Massiv ausgeblendet werden. Ja. Nein, kein Mucks darüber, fast kein Wort. Ja. Und wenn wir es von außen gestalten könnten, wie würdest du so wie Frankreich ein Relief außen machen? Nein, auf keinen Fall. Da habe ich auch noch keine Antwort. Das heißt, es bleibt noch viel Raum zu überlegen, es bleibt noch viel Raum für eine dichte Beschreibung der einzelnen Museen und des Museums ja. selber als Objekt zu beschreiben. Ja. Es gibt mittlerweile noch welche Museen in Europa, die ich zu besuchen habe. Also jetzt in Brüssel wurde ausdrücklich ein Migrationsmuseum letztes Jahr eröffnet. Und in Schweden natürlich. Mhm. Mindestens die Schweden haben glaube ich, zwei sogar. Selbst das zeigt, es gibt Städte und Länder, in denen es mehrere Migrationsmuseen gibt. Ja. Wir kämpfen um das eine Museum, aber in der Welt passiert noch was Schöneres. Und zwar, es entstehen mehrere Migrationsmuseen in einer Stadt. Ja. Also das geht auch, gell? Ich glaube, du hast mal erzählt, in New York gibt es auch eines. Genau. Das heißt, das ist auch noch ganz oben auf der Liste. Hat Kanada eines? Also haben diese, ja, haben ja. Diese, Kanada ja. hat auch mehrere Einwanderungsmuseen. Mhm. Ja, das heißt, Amerika ist dein nächstes Ziel dann sozusagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich eh vorgehabt, aber du weißt dann, was passiert ist. Genau, Corona hat uns dazu gezwungen, die meisten Dinge online zu machen, ja, ja. nicht mehr im realen, echten Leben. Ja, super schöner Vortrag. Ich danke dir und ich danke dir auch, dass du uns das PDF dann zur Verfügung stellen wirst, dass wir das dann auch online haben. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und auf eine nächste dichtere Vorstellung der Migrationsmuseen oder des Objektes des Migrationsmuseums. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und eine möglichst Corona-freie Zeit. Ja. Ciao. Bye. Tschüss.